Du lernst dazu, Opa. Aber seht ihr, wir sehen uns hier doppelt. Das ist aber auch mies, hier Energie abzuziehen, ey, komplett. Na jetzt. Da unten ist er. Okay. Meine Klinge sieht für mich an, sie beschneidet die Dunkelheit. Ha, ich wieder Lebensenergie komplett. Ah, komm! Jetzt sind wir wieder ebenbürtig. Oh. Zack, jetzt haben wir'n. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis nährt das Leid. Was ist denn das? Zerstört es! Zerstört es, wie ihr gesagt habt! Ich kann es nicht! Doch, ihr könnt, alter Jir. Aber ihr werdet nicht. Wow! Sieht das geil aus. Wir haben es. Oh oh. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten.
Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Hä? Sag bloß, wir haben was von Alter Ihr gelernt. Okay, wir können hier keine PCs benutzen. Unsere Hinrichtung ist aufgeschoben worden, also wir leben weiter erst einmal. Das ist doch schon mal gut. Die Frage ist nur noch, wie lang. Aber das, was ich gerade gesehen habe, das wundert mich ein bisschen. Komische Zeichen an der Wand. Vielleicht haben wir die Fähigkeit von einem Assassinen gelernt oder von Altair eine Fähigkeit erlernt, die wir benutzen können, um was zu sehen. Also, wir sollen mal wieder schlafen, okay? Die Tür geht nicht zu. Oh mein Gott! Wow! Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten? Wow! Krass, Leute! Das ist doch ein heftiges Ende, meine Freunde! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also damit können wir sagen, wir haben Assassin's Creed 1 durch. Es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall mit euch zusammen das zu spielen. Ich danke allen Leuten beim Zugucken und werde mich freuen aufs nächste Mal, wenn es dann hier weitergeht mit Assassin's Creed 2, mit dem zweiten Teil. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Story weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch allen noch viel Spaß. Euer Players Club Member. Bis dann. BB und ciao. Hallo, liebe Leute. Ich melde mich nochmal zurück. Yo, das ist jetzt... also Desmond ist hier allein. So, wir sind hier alle irgendwie allein. Jetzt können wir mal schauen, was wir sonst noch so machen können. Also wir können uns die Zeichen hier nochmal genauer angucken. Passiert hier gar nichts. Nicht schlecht. Jetzt können wir uns hier nochmal alles angucken. Zahlen. Und wir können jetzt natürlich auch noch andere Sachen machen, weil der Animus ist an, glaube ich. Wir können sogar jetzt noch in den Rechner reingucken. Jetzt haben wir zwei in Akte. Jetzt haben wir alles hier offen.
können wir mal schauen, ob wir den Rechner hinten noch benutzen können. Ich weiß, ich habe mich schon verabschiedet, aber das kommt noch als kleinen Bonus hinten drauf. Ja, Zugriff immer noch verweigert, schade. Aber vielleicht könnten wir ja auch, wer weiß, den Animus nochmal benutzen. Oder können wir vielleicht da hinten noch rein? Schauen wir mal. Nein, kann man nichts benutzen, okay. Aber wir haben die Fähigkeit der Assassinen, ja? Yonaguni. Ha, da gibt es noch mehr Zeichen hier. Das heißt, wir sind total synchron. Und wir könnten auch in den Animus nochmal rein, ohne dass jemand uns beobachtet. Schauen wir doch mal kurz rein. Mein Meister ist tot und viele sterben mit ihm, sowohl Freunde als auch Feinde. Doch der Sturm ist vorüber, auch wenn der Stolz die Wolken noch nicht gleich abziehen lässt. Eines ist sicher, jetzt da Robert und Al-Mualem tot sind, werden die Sarazenen und Kreuzritter die Waffen niederlegen und diesen sinnlosen Krieg beenden, frei von den Manipulationen und Intrigen. Boshafte Männer werden Richard und Salah al-Din mehr Gemeinsamkeiten finden, als sie je vermutet hätten. Der Frieden wird ins Land zurückkehren. Und wenn sie erneut von rechten Weg abkommen, dann, meine Brüder, werde ich da sein und tun, was getan werden muss. Masyaf liegt ruhig, gestreichelt von den Winden, die durch das Tal wehen. Oh, da geht's noch weiter. Da geht's ja noch weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, da. Was ist dieses Ding in meinen Händen, das es den Willen der Menschen brechen kann? Nicht größer als ein Apfel und doch ist es mächtiger als jede Waffe, die ich kenne. Ich habe gesehen, welches Übel es bringt, sobald man davon gekostet hat. Ich sollte es zerstören, doch irgendetwas hält meine Hand zurück. Nein, ich werde es noch etwas länger halten und sehen, was es mich lehren kann. Vielleicht kann es für das Gute eingesetzt werden, oder haben das auch die anderen gedacht, die es in Händen hielten. Ist das seine Macht, das Gute in Bösen zu verkehren? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, aber ich weiß, dass die übrigen Assassinen früher Führung brauchen. Ich muss mich ihren annehmen. Ich muss ihre Wunden heilen. Wir werden gemeinsam in die Zukunft marschieren und stärker sein als je zuvor. Falls wir Erfolg haben, falls wir den Neuanfang schaffen, dann müssen wir aufpassen, nicht die Fehler unserer Vorgänger zu wiederholen. Wir müssen wachsam sein und dürfen die Vergangenheit niemals vergessen. Okay, das ist von Altair, würde ich sagen. Okay, wir könnten eine Wiederholung machen. Also praktisch, wir könnten alles wiederholen. Das wollen wir aber nicht. So, dann würde ich sagen, Animus verlassen. Keine Lucy da, kein Doktor. Okay.
Das Spiel wird wohl jetzt beendet sein. Jetzt nochmal ganz genau, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Danke für die Leute, die hier die Serie mit mir verfolgt haben und angeschaut haben. Ich kann dazu nur sagen, es wird noch spannend werden, weil wir werden demnächst Assassin's Creed 2 dann anfangen, um dann zu sehen, wie die Story weitergeht, weil das ist ja hier ein offenes Ende. Und ich freue mich drauf, wenn ich euch wieder bei Assassin's Creed 2 begrüßen kann. Und dies war dann der letzte Teil von Assassin's Creed 1 mit Altair, mit meinem Lieblingsassassinen eigentlich. Und ich freue mich drauf, wenn ich euch bei Assassin's Creed 2 wieder begrüßen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Players Club Member Baby und ciao. Bye-bye.